50 Millimeter sind wir gelaufen. Nidoran! Männlich! Klingt so bescheuert, dass man das mal ansieht. Also, jetzt muss man eigentlich sagen, weil der Name des Pokémon ist Nidoran männlich. Aber eigentlich ist es nur einfach männliches Nidoran, ne? Das Nidoran. Oh ja, Nidoran haben wir eine schlimme Erfahrung, denn unser erstes Pokémon wurde durch das Nidoran doch kaputt gemacht. Unser Nino. Warum haben die Pokémon alle diese Scheiße von wegen, wenn du uns angreifst, dann kriegst du den Statuteffekt? Eklig. Gott sei Dank nur die Verteidigung. Jo. Oh, Leute, warum ist... Oh, Lazario ist ein scheiß Pokémon. Nein, ist es nicht. Ich mag Lazario. Ich mag solche Pokémon... Keine Ahnung, ich finde Lazario sieht... Also, vor allem die Weiterentwicklung von Lilibar sieht sehr cool aus. Mag ich eigentlich vom Stil her. Und, in der Y-Nassau-Challenge haben wir unser Lazar oder unser Lilibar damals verloren. Deswegen will ich jetzt gerne mal, ne, mit Lilibar ein bisschen weiterkommen. Aber das ist... aktuell nicht so geil. Julian? No. No, Julian, no. Und es ist warm. Ich werde auch nicht so lange aufnehmen, glaube ich. Also, wenn ihr dieses Video seht, das solltet ihr relativ frühzeitig sehen. Kann ich euch schon mal sagen. Ach, hier wäre auch ein Tomate auf der Bank. Nein, was ich euch sagen wollte ist, ich werde vermutlich nicht so viel aufnehmen in dieser Zeit, wo es so extrem warm ist. Ich habe auch viele private Sachen in letzter Zeit gehabt, deswegen muss ich noch viel nachholen. Wundert euch nicht, wenn es, wie jetzt sowieso schon, wenn es ein paar Tage mal keine Videos gibt. Ja, ich werde es regelmäßig machen, ihr werdet nicht irgendwie 2 Wochen ohne Videos auskommen müssen, aber vielleicht kommt mal nur jeden zweiten Tag ein Video raus. Ja, oder jeden zweiten Tag ein Video. Ja? Also, wundert euch da nicht. Und jetzt mal hier, komm in die ins Gesicht. Ey, das ist so unglaublich. Das kann... Sorry. Sorry. Was ich sagen wollte. Wieso trifft das so scheiße? Ja, müssen wir jetzt wechseln. Boah. Ist sogar gut wegen dem Gift-Typ. Ach du Scheiße, ey. Mann. Habe ich nicht dran gedacht. Ich denke so oft da nicht dran. Ich habe ein bisschen Glück. Oh, wenn das jetzt noch getroffen hätte, dann hätte ich aber hier. Ne, also. Aquaknarre. Aquaknarre. Crit, vielleicht. Unglaublich. Kriegst vollen Pfund in die Fresse und trotzdem wärst du nicht auf, ey. Ich meine, klar, ich weiß, ne? Ja, jetzt beim zweiten Mal. Danke. Und das alles für 20 XP pro Pokémon. Oh, sogar 68 pro. Hat ja richtig viel XP gebracht eigentlich. Also wir nochmal einen Trank benutzen für 5 Meter. Wenigstens sind unsere Pokémon einigermaßen ausgeglichen trainiert. Wir haben unser Notfall-Gigatz immer dabei. So, einmal hier. Paraheiler. Wow. Für Paraheiler haben wir das gemacht. Echt? Haben wir nicht einen Schutz, dass wir jetzt mal schützen können uns und so? Nee. Wir haben hier noch irgendwie ein paar Attacken wie Ruhrort. Ruhrort könnten wir theoretisch auch Lilibar beibringen. Ich warte nochmal bis Weiterentwicklung. Lilian.
Und die Stats. Dann. Hey, noch ein Nidoran. Wow. Ein Nidoran, was du nicht besiegen kannst. Weil du so schlecht bist, Lazario. Und trotzdem trainiere ich dich, weil du so süß bist. Wenigstens kriegt er mit dem nächsten Level eine... Na, keine gute Attacke, aber eine... Okay, Attacke. Wenn er jetzt nur zweimal trifft, ne? Okay. Mein Schnitt ist 3,5. Ich weiß nicht, wie oft ich mit Ladybug jetzt schon Kometenhieb benutzt habe und wie oft es nur 2 oder 3 Mal war. Ein Volltreffer. Und jetzt macht er trotzdem nur einen zweiten Hit und dann war's das. Nein, er macht wirklich mal einen Hit. Na gut. Na gut. Kriegst du 100 XP. Das würde ich freuen. So ein bisschen. Ich glaube, da unten, da war doch noch ein Trainer, oder? Irgendwas ist da unten zumindest. Sonst würde ich da jetzt. Sonst würde es da ja keinen Weg hingeben. Wow. Komm, Superschall. Nein! Und jetzt setzt er natürlich den Superschall aus. Cleverer Bursche, komm. Reflektor. Müssen die Death verteidigen, Death erhöhen. Ich glaube, jeglicher physikalischer Schaden wird jetzt halbiert. Generell. Aber wer hört die Hypnose? So verklingt das. Scheiße. Benutzt doch mal Fund. Kerljut. Superschall. Yeah! Aber natürlich trifft es jetzt nicht sich selbst. Ah, doch. Das trifft voll. Oh Gott, was? Reflektor ist schon wieder weg. Komm, trifft dich nochmal selbst. Das höre ich immer. Ich will nicht wechseln, ich will das so besiegen. Es gibt wenigstens ein bisschen XP. Jawohl. Schafft das, Lazario? Jawohl. Ah, noch. Jetzt, komm, es trifft dich jetzt noch einmal selbst. Oh, ich kann's riskieren. Oh. Bis ich einem. Wenn ich einen Treffer noch abkriege, dann muss ich. Pokémon wechseln. Das macht Aussetzer, was keinen Sinn macht. Ach, wach doch auf. Ja, okay. Jetzt muss ich wechseln. Jetzt bitte kein Crit oder so. Okay. Wechseln wir auf Glöckchen, weil ich möchte, auch wenn es natürlich jetzt, es wäre sehr effektiv gegen Glöckchen eine Konfusion. Ich will aber mit Glöckchen unbedingt, oh Gott, auch die Levels kriegen. Und das wäre Level 16. Und Glöckchen ist einer unserer stärksten Pokémon mit im Rankenhieb, muss man ja sagen. Wenn du jetzt nur aufwachen würdest und nicht zwei Konfusionsfressen wärst. Ja, sehr gut. Jetzt aufwachen. Jetzt kriegst du eine Konfusion ab. Nochmal klar. Ja. Eine, selbst vom Crit würde uns töten, aber das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich will es ja probieren. Man muss ein bisschen riskant spielen. Kalkuliertes Risiko und so. Und jetzt dauert das wahrscheinlich auch noch das zu lange und wir kriegen wieder eine Hypnose ab, würde ich sagen. Nee, Gott sei Dank mal nicht. Yay, yay. Level 16 für Glöckchen. Plus Fangriff. 32 Attack ist schon nicht schlecht eigentlich. Können wir echt fast mal überlegen, ob wir Cool Saat beibringen. Einfach, weil ich's hab. Ach, wir müssen noch einen Supertrank ausgeben, ey. Sogar zwei. Und einen Aufwecker. Komm, ich muss den ganzen Weg nochmal zurück. Ich glaube, das mehr schaffe ich in dieser Aufnahmesession auch nicht. Wollte so eine Stunde aufnehmen, jetzt habe ich schon 42 Minuten.
Und wir kriegen noch ein Pokémon. Nidoran. Ein Pokémon, was Lazario... Warum schläft Lazario eigentlich noch? Ne, ich werde es jetzt ganz schnell machen. Ich muss sowieso wechseln. Ah, es schläft, aber wahrscheinlich hätte ich es sowieso nicht alleine geschafft. Deswegen machen wir es jetzt einfach ganz schnell, ganz einfach. Zack, Konfusion, One-Hit und weiter. Jawohl. Konfusion und One-Hit und weiter. Konfusion und One-Hit und weiter. Nee. Dafür ist mein Pokémon wieder zu schlecht. Ah, ist das warm. Okay, Konfusion. Trifft. Sehr schön. Reicht für Xabu für Level 18? Natürlich nicht. So, jetzt müssen wir nochmal das andere Pokémon aufwecken. Und aber auch noch einen Supertrank benutzen. Gegen dich kämpfen. Welche Art von Pokéball verwendest du? Der Jude-Vogelfänger Otto. Mit dem Taubsi. Ich werde mal gucken, wie viel Damage ich denn hinkriege. Ach, wir haben ja nur ein. Wenn wir jetzt mal noch Kometen hier petten. Na, probieren wir mal Tackle. Wie viel Damage machen wir denn? Mal machen sogar ein bisschen. Wenn das auch nur Tackle benutzt, dann könnten wir theoretisch. Wenn es jetzt ein Tackle-Battle wird, dann ist es lustig. Okay. Ist gar nicht so effektiv, wie ich dachte. Jetzt nur treffen, und dann bin ich sehr glücklich. Yes! Sehr glücklich. Fast Level Up. Aber durchs Wechseln werden wir auf alle Fälle das Level abkriegen. Die restliche XP, die geteilte XP, würde auch ausreichen. Wir wechseln auf Xabo, ne, nicht auf Glöckchen wegen Pflanzentyp und so. Xabo hat auch genug XP und Xabo würde auch ein Level abkriegen. Ne? Da haben wir doch beide was von. Also, haben nicht wir beide, sondern, obwohl, du, mein Zuschauer, der gerade guckt. Ja, genau du. Du hast bestimmt auch ein weißes T-Shirt an und eine Jeanshose. Na, vielleicht aber auch ein schwarzes T-Shirt. Das kann ich nicht so gut sehen. Vielleicht hast du auch keine Jeanshose an. Aber vielleicht auch eine kurze Hose. Vielleicht auch nur eine Unterhose? Man weiß es nicht. Egal. Die Wärme, die Wärme. Windstoß. Komm, wo ist... Oh. Voll immer wieder scheiß Sandwirbel. Sorry dafür, ich darf mich gar nicht mehr bewegen. Weil sonst knarscht hier alles irgendwie aktuell. Weil irgendwie ist das Kabel zwar drin, aber ich glaube, da ist irgendwie ein Kabelbruch oder so. Aber egal, wir haben es ja besiegt jetzt hier. Level Up für Lazario. Plus 2 Special Angriff und plus 1 Angriff ist wichtig. Tempo-Hieb, jawohl. Tempo-Hieb, eine Kampfattacke. Und eine, die First Strike-Garantie hat. Ich überlege gerade, gegen was wir das denn tauschen. An sich im Schnitt. Ich meine, 2 Hits von Kometenhieb machen mehr Schaden als Tackle. Theoretisch. Weil Kometenhieb macht 18 Schaden. Und es trifft eh immer zweimal. 36 macht es eh immer. Und Tackle macht nur 35. Die Genauigkeit bei Kometenhieb ist zwar ein bisschen geringer allgemein, aber ich werde mal Tackle wegmachen, weil ich die anderen Sachen doch schon noch behalten möchte. Das Tolle an Tempo-Hieb ist, meine ich, Kampfattacke mit First Strike Garantie. Ne? Das war, glaube ich. Also wie. Was sind wir Ruckzuck-Hieb bloß als Kampfattacke? Level up, sehr schön. Genau, es hat eine erhöhte Priorität. Gerade richtig gelesen. Sehr schön. Somit haben wir alle Kämpfe. Julian. Komm, was willst du? Zenix, Apparat, Radfratz. Ist so ein besonderes Radfratz. Radfratz. Mutter, ich will dich eigentlich gar nicht anrufen. Ja, ist alles gut. Ja.
Jo, bin ich, jo. Ne, will ich auch nicht. Ja, man sollte immer... Also, 2.37 Uhr stimmt übrigens nicht. Ich nehme gerade um 20 vor 11 auf. So, da ist noch ein Pokéball. Und da befindet sich der Gegenstoß. Auch eine Kampfattacke. An sich eine coole Kampfattacke. Macht, glaube ich, 50 Schaden. Oder 60 oder 40. Und verdoppelt... Was mache ich hier eigentlich? Ich muss meine Pokémon heilen, genau. Und der Schaden verdoppelt sich aber, wenn das Pokémon langsamer ist. Das wäre an sich eine perfekte Attacke für unser Phlegmon, weil das eh so langsam ist. Aber ich glaube, es ist eine Unlichtattacke, gar keine Kampfattacke. Kann aber eh kein Pokémon von uns erlernen. Von dem her. Schieß drauf! Tams gibt es zweimal im Jahr. So, da sagen bald Level 18, bald die Entwicklung. Aber wir müssen unbedingt ins Pokémon-Center und wir brauchen auch wieder Geld für unsere Tränke, das wir nicht haben. Super.